Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Moin moin, meine lieben Girls und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Titan. Heute mal wieder mit dem Bumstagi. Hallo. Hallihallo und ich turn auf den Server drauf. Juhu, let's go. Wir sind ja noch im Nether. Anmeldung fehlgeschlagen, ungültige Sitzung. Versuch das Spiel neu zu starten. Gut, nächster Versuch. Ich versuche jetzt auf den Server zu joinen. So. Und anmelden, es sieht gut aus und ich bin oben. Jawohl, gut, dann komme ich jetzt auch. Ich würde es wahrscheinlich 10 Sekunden früher ausloggen als dich, nehme ich an, und es laggt dezent. So, ja. Wir werden uns jetzt erstmal direkt mal kurz treffen. Das ist so ein bisschen die Devise hier. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass uns niemand nachjoint, weil ja, wir haben ja gestern keine Folge aufgenommen. Das heißt, es war eigentlich sehr aktuell, die Folge, die auf YouTube war. Also Folge 4 war tatsächlich eigentlich zeitaktuell. Genau. So. Und ja, gut, ne. Wo bist du? Ich bin da beim Portal oben gewesen. Ich laufe jetzt runter. Ich komme jetzt hier auch mal. Ich seh dich. Hi. Hallo. Ich seh dich auch. Okay, was wir in dieser Folge jetzt noch auf jeden Fall brauchen, ist Glowstone. Wenn wir das dann haben, haben wir es ja soweit, ne? Hast du Seelensand? Yes. Du hast Seelensand, ja. Kannst du mir ja mal kurz 24 Seelensand geben? Na klar, wo gebe ich dir mal noch hier die 3 Quarzblöcke, ey. Moment, ich muss hier erstmal irgendwie hochkommen, weil mein Inventar voll ist. Was ich mir auch auf jeden Fall jetzt machen möchte, ist so ein Backpack, weil damit ist es auf jeden Fall sicher besser. So, ich gebe jetzt hier mal so, zack, 64 und 6 Seelensand. Ich hoffe, das ist genug. Ja, das ist mehr als genug. Warte. Ich muss hier, was mache ich denn hier raus? So eine Schüssel brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. So, Werkbank. Wenn du willst, kann ich einen machen oder du gehst zu der hier. Ist auch also möglich. 17 von dem Nether Ore oder wie auch immer das jetzt heißt, können wir auf jeden Fall schon mal machen. Das ist perfekt. Klar. Hier Nether Powder haben wir schon mal 17. Ja, dann würde ich sagen, dann stack ich mich jetzt aber erstmal hoch und baue ein bisschen Glowstone ab, oder? Nee, warte, ich habe noch gerade genug Eisen für den Eisenofen. Mein Bruder hustet hier gerade rum. Ja, huste noch lauter. Ja, auf jeden Fall. Sehr nice. So, nein, Spaß. Nein. Okay. Ja, gut, ne? Übrigens nehme ich jetzt mit einer Softbox auf, Leute. Ihr könnt mal schreiben, wie ihr das so findet, weil ich finde das so mega, dass ich jetzt mir endlich mal eine Softbox gegönnt habe, weil es hat ja auch ewig gedauert, so. Ne? Also, die 17 Dingens sind jetzt schon mal im Ofen. Ja. Und da hinten ist ein Gas. Das ist natürlich ouch. Der trifft mich natürlich völlig, ist ja klar. Mach das wieder richtig gut hier, so back to back, geh verpiss dich. Sind hier irgendwie gar kein Glowstone mehr oben, ne? Die ja, haben ich das weiß. Schon das ist, ich hab letzte Folge habe ich auch die ganze Zeit gesucht, weil das ist echt schon krass abgefarmt worden. Und du musst dich halt echt richtig weit hochsenken. Deswegen nimm einfach Cobblestone. Weil, wie gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, kann der Gas das nicht zerstören. Netherstone oder so zerstört er halt dann einfach und dann fällst du runter. Wäre jetzt nicht so the praktischste thing of things, you know? Nee, das wäre nicht so gut. Aber unser Ziel ist es erstmal in dieser da hat aber jemand einen Weg zum Glowstone gebaut, wo noch einiges an Glowstone da ist. Das ist gut. Das ist extrem gut. Also, wir müssen halt einfach 17 haben wir. Und wir brauchen halt 48, ne? Von den Glowstone-Blöcken. Ach so, Glowstone-Blöcken. Ja, das ist das Problem. Ne? Also du musst halt relativ viel, wir brauchen relativ viel. Aber ich glaube, wir schaffen das diese Folge. Ich glaube, das sollte kein Ding sein. Denn den Rest haben wir ja alles. Ne? Das haben wir alles in der letzten Folge schon gefarmt. Und dann sollten wir heute eigentlich diese Nether-Rüstung fertig bekommen. Das wäre auf jeden Fall unser Ziel, damit wir auch wieder aus dem Nether rauskommen. Ja, genau. Ich habe schon mal 3 Blöcke wieder mehr. Hier oben ist noch viel und da ist auch noch was. Das Problem ist halt einfach, ne, dass das meiste halt so über dem Lavameer ist. Ja, es ist einfach so risky und ich habe gerade so dermaßen Schiss, dass ich mir fast in die Hose gekottet hätte. Ohne Witz. Direkt, so, ey. Ich habe jetzt erstmal wieder, zack, 3 Blöcke mehr. Ja, ich habe auch nur 3 Blöcke gefunden. Also, boah, ne, wir sind hier auf dem richtigen Weg, ey. So. Also, wie viel hast du jetzt insgesamt? Wie viele Blöcke? 17 ist im Ofen. Ich habe jetzt nochmal 3 gemacht. Das heißt, wir haben 20. 20. Okay. Und mit deinen 3 haben wir schon fast die Hälfte, ja. Ja, du schon gut, die erste Nether-Rüstung hier im Gange. So. Nice. Wir haben schon 8 von diesen Orts. Also wenn du willst, kannst du dich schon mal eine Chestplate machen. Mhm. Weil ich habe ja schon das Dio-Schwert bekommen, dann machst du jetzt erstmal die Chestplate und ich gehe da oben noch ein bisschen Glowstone holen. Und dann machen wir das dann irgendwie, ey. Ja, ich baue noch ein bisschen Quarz ab, weil ich glaube, wir brauchen ja noch ein bisschen was, ne? Ja, also, ja. Wir haben jetzt gerade 25 Quarz. Wie viel brauchen wir insgesamt? 25 für jeden, oder? Ungefähr. Nee, Quarz haben wir genug. Wir brauchen keinen Quarz. Ach, haben wir?
Ja, ich habe nämlich selber auch noch ja das Quarz für mich erfarmt. Du hast es ja für dich erfarmt, mehr oder weniger. Das heißt, ja. Quarz ist genug. Es ist wirklich nur noch der Glowstone, also echt nur noch. Okay, das ist, dann Seelensand haben wir genug, Netherziegel haben wir genug. Dann ist einfach noch der Glowstone übrig und der scheint so der kleine Pisser von den ganzen Erzen hier. Der Glowstone-Pisser, ey. Hast du denn von den Lohen, die wir getötet haben, hast du davon denn überhaupt noch einen Lohnstab bekommen, oder? Ja, ich habe sogar zwei von den Lohen stehen. Boah, nice. Ja, weil für einen Verzauberungstisch und so für die Zukunft. Brauchst du Kappa. Oh, ja. Verzauberungstisch müssen wir dann übrigens auch noch Zuckerrohr finden. Und wie man vielleicht von den ein oder anderen Ungis aus Varo kennt, ist das manchmal gar nicht so leicht, ne? Oh mein Gott, da ist so ein fetter Lavasee und ich habe so Schiss, da runter zu fallen. Ich baue mich jetzt hier mal kurz wieder runter. Ich habe nochmal 37 Closer und das bekommen. Das sind 9 Blöcke, habe ich nochmal. Okay, nice. Da unten sind auch jetzt einige Blöcke. Ich habe Angst, das runter zu schwingen, weil ich Angst habe, dass ich dadurch jetzt sterbe, aber... YOLO! Ja, ich habe noch Hälfte Leben und ich kann mich nicht mehr racken übrigens. Warum denn nicht? Hast du kein Essen mehr? Nein. Shit, leider nicht. Fuck, ich habe ja auch gar kein Essen mehr. Und mich greift ein Gast an, das finde ich jetzt gerade sehr nett. Fug, das ist gerade nicht so. Aber du stirbst jetzt nicht, oder? Nein. Solange ich nicht brenne, ist alles in Ordnung. So, ich baue noch ein paar Blöcke hier ab, um mich irgendwie vor dem Gas dazu schützen, weil ohne Witz, safer kämpfen ist immer gut. So, also hier sind schon mal wieder 16 von diesen Ores. Das heißt, ich mache mir auch mal ein bisschen Rüstung. Es ist ja so, dass wir immer resistenter auch gegen Feuer werden. Pro Rüstungsteil immer eine gewisse Resistenz mehr. Zack. Okay, ich habe jetzt hier wieder 32, das heißt, ich habe jetzt wieder 11 Blöcke. Ich glaube, wir haben schon fast genug. Also, ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe noch 5 Blöcke im Inventar. Mit deinen 11 können wir da schon noch so ein bisschen was. Komm mal kurz zurück zum Eisenofen. Jo, ich komme. Boah, ich hoffe einfach jetzt, dass mich kein Gas trifft, weil ich glaube, sonst brenne ich so lange, dass ich sterbe. Ich habe genau noch Hälfte Leben. Nee, du hast doch schon die Chestplate gemacht, oder? Nee, ich habe noch keine Chestplate gemacht, weil ich noch unbedingt den Glowstone jetzt wollte. Okay, gut, das ist dann ein bisschen doof, ey. Also das heißt, du hast noch nichts aus dem Ofen rausgenommen, oder was? Nein. Oh, shit. Und ich habe hier schon angefangen, Rüstung zu craften, fuck. Ja, das ist nicht so schlimm, aber ich habe jetzt gerade nochmal voll viel Glowstone gefunden. Das ist jetzt einfach gut, dass wir das dann jetzt haben, weil sollte ich wirklich verbrennen, dann kannst du dir meine Sachen snacken. Du verbrennst jetzt aber nicht, ja? Sonst werde ich wütend, ey. Also wo bist denn du hingegangen? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin... Am besten du sagst mir jetzt einfach deine Koordinaten durch. Weil dann haben wir haben dann genug Glowstone und ich habe jetzt fast einen Stack wieder. Ich gebe jetzt aber mal die Koordinaten, ey. Ich muss sie ja jetzt nicht verdecken. Oder ja, du schreibst sie einfach in den Chat und dann verdecke ich sie. Ja, aber man sieht sie ja eh, wenn ich sie schreibe und so. Die 25 Blöcke, okay, das reicht. Wo bist du? Dann komme ich. Minus 123, 70 und minus 37. Minus 100? 123, 70 und minus 37. Okay. Also wir sind direkt am Portal, mehr oder weniger. Ja gut, dann bin ich jetzt auch nicht so weit von dir entfernt, obwohl... Also siehst du das Portal, sonst kann ich dich sonst abholen. Nee, ich sehe das Portal nicht. Du bist denn eigentlich da noch? Ich bin irgendwie noch voll weit entfernt. Ich bin irgendwie voll weit weggegangen, weil ich auf Reisen gehen wollte. Auf Reisen, ey. Ich baue mich da jetzt einfach durch. Also minus 37 hast du gesagt? Nein, minus 123 ist X. Und dann Y ist 70 und Z ist minus 37. Ah, dann komme ich von da vorne. Okay, gut. I know it. Ich weiß Bescheid. Also ich mache dir jetzt auch schon mal eine Chestplate, ja, weil... Ja, warum das halt, finde ne? ich. Voll nett von dir. Da habe ich eine Hose und eine Chestplate und du hast schon meine Chestplate, also schon mal gut. Und so ein Titan-Schwert gibt's ja auch noch, ne? Ja, also ein Nether-Schwert meinst du? Ja, oder so ein Nether-Schwert. Was bewirkt das genau? Ein Nether-Schwert ist einfach so, dass das gleich gut wie ein Eisenschwert, nur dass du die Chance hast, den Gegner anzuzünden damit. Okay. Also wo bist denn du jetzt? Bei 200, minus 285 und ich bin, glaube ich, in deiner Nähe. Ja. Siehst du mich? Oder? Nein. Aber nein. Ich glaube, ich bin in der Nähe. Ich ja, bin gut, da jetzt, wo ne? so ein fetter Lava-Wasserfall ist. Ja, die sind hier überall, ne? Ja, gut.
Oh, ich bin jetzt ein bisschen weiter unten. Boah, wenn der mich jetzt angegriffen hätte, die Slatne, ich wäre so eskaliert. Weil ich habe nur noch einen Hungerbalken. Ich weiß nicht, ob man da an Hunger sterben kann. Ich glaube, sterben solltest du nicht an Hunger, aber du kriegst natürlich Schaden. Also minus, was war das nochmal? Ich vergesse das immer wieder. Minus Ich habe. 123 und minus Ja. 37. Dann komm mal in Richtung minus 300, 140. Wenn du da bist, dann bist du voll nah bei mir. Hey, wie weit bist denn du wieder weg? Ja, ich komme jetzt wieder in deine Nähe langsam. Denn ich ja unglaublich. Kann halt nicht Apropos mehr Essen. sprinten, ne? Wir sind im Nether, das heißt Pilze. Hast du braune Pilze? Nee, aber ich habe fünf. Oh, ich verliere schon Hunger jetzt. Oh mein Gott. Okay, bitte, ich darf jetzt nicht sterben, ey. Okay, aber ich glaube, ich bin jetzt ganz nah bei dir. Wenn du was dann zu essen hast, dann Ja, wäre ich es habe nett, wenn eben du mir selber was nichts geben. mehr. Das ist das Problem, ne? Und wir werden in 5 Minuten gekickt. Ich weiß nicht, ob ich das in 5 Minuten zu dir schaffe. Ja, wir können ja nachher die Inoklad, die zweite Folge aufnehmen. Das ist ja gerade Ach gut so, eigentlich. ja, das ist gut, ja, stimmt das. Back to back quasi. Aber das Problem ist halt einfach braune Pilze. Ich habe 8 rote Pilze. Jeder braune Pilz ist eine Pilzsuppe quasi. Ich schaue mich jetzt hier mal so ein bisschen in der Gegend um. Und dann, ja, ne? Sollte das hoffentlich was werden. Ich glaube, ich bin jetzt ganz nah. Ich bin jetzt bei minus 200 und 200 plus. Lol. Ja, dann musst du einfach noch die 200 plus am besten ausgleichen. Dann solltest du mich dann auch schon bald sehen können, ne? Okay, ja, dann muss ich da drüber. Sorry, Leute, mein Orientierungssinn ist nicht der beste. Mm. Hat man vielleicht gemerkt? Ja, gut, ne? Baue mich da jetzt riskier rüber. Kann jetzt natürlich auch, wenn das jetzt einfach so ein Gas kommt und denkt so, kein Bock mehr. Da bin ich natürlich jetzt tot. Oh mein Gott, mein Herz klopft schneller als deins. So. Da ist ein brauner Boah. Pilz. Okay. Ich glaube, ich bin jetzt ganz nah bei dir. Ich bin gerade ein bisschen weiter weggelaufen. Also ich bin wirklich beim Portal. Okay, Gerade. ich Aber bin ich jetzt habe nämlich schon ein. bei 100. Das heißt, wenn ich das jetzt noch ins Minus ausgleiche, dann bin ich da. Einen braunen Pilz habe ich jetzt schon mal. Okay. Das ist klar. Hui, hui, hui. Aber Bin eben. ich. Irgendwie nur einen. Das ist voll doof gerade, ne? Das ist ja unglaublich. Man findet hier irgendwie eine rote. Voll behindert, ey. Aber eine Pilzsuppe könnte ich machen. Ich weiß halt nicht, was schlauer wäre. Zu Also da warten unten oder sehe ich auf direkt. jeden Fall, dass da gebaut wurde mit Stein. Also bin ich, glaube ich, nicht mehr auch so weit weg jetzt. Da ist nämlich so, ich bin da jetzt bei so einer riesen Steineplattform. Oder nee, das ist Kies. Also ich mache mir jetzt einfach mal so eine Pilzsuppe, ne? Weil damit ich nicht auch noch Leben verliere, das ist nämlich sonst ein bisschen doof. Nee, ich glaube, du musst. Ah, das sind braune Pilze. Voll viele. Echt? Wo? Ja. Nimm die alle mit. Ja. Alle. Weil Nimm alle jeder mit. braune Pilz, wie gesagt, ist eine Pilzsuppe. Ich habe hier richtig viele rote. Alter. Okay, jetzt. Ich bräuchte Rot, damit ich wieder sprinten kann und regge, aber. Ja, sobald du da bist, ich habe 18 rote Pilze. 18 Pilze, ob das richtig viel. Also, je nachdem, wie viel braune du hast, Oh, aber. das sind ganz, ganz viele Rote. Die snack ich mir jetzt ganz, ganz schnell rein, damit ich jetzt ganz schnell rennen kann hier. Also Schüssel musst du dann auch noch craften. Ja, ich Funktioniert wie ein habe Eimer, einfach Schüssel. nur mit Holz halt. Ja, ich hatte ja Schüsseln noch im Inventar. Das Aber ist wo sehr, bist sehr du? vorteilhaft. Wo bist du jetzt? Ich sehe dich immer noch nirgendwo, Ja, ne? ich bin noch da. Warte, ich gebe dir jetzt mal meine Koordinaten. Minus 230 und 93. Minus 230 und 93. Ist Genau. in diese Richtung. Ist in diese Richtung. Ja, ich kann mir ungefähr vorstellen, wo du bist. Okay. Völker. So ungefähr. So ungefähr, ey. Das ist sehr, Da sehr ist ein gut, Killer. Gast. Ich Ja, sag. genau, ich höre den auch. Also ich sehe den jetzt nicht unbedingt, aber ich höre ihn auf jeden Fall. Ja gut, dann wie gesagt, du musst jetzt einfach nur diese 100 quasi ausgleichen. Dann bist du in der Nähe von mir. Okay, ich regge wieder und hier sind noch mehr braune Pilze. Nice one. Okay, ich glaube, ich muss da runter und dann bin ich bei dir. Ich Nein, hoffe doch nicht. es. Also bei mir ist dann Magma Cube. Magma Cube? What the fuck? Ja. Ich weiß auch nicht. Ohne Witz, ich bin so untalentiert in so. Normalerweise im Real Life kenne ich mich voll gut aus, auch beim Hinfahren und so, aber da kenne ich mich echt überhaupt nicht Ist gut dieser aus. Magma Cube in der Lava? Sehe ich Nein. denn? Ja, super. Ich sehe da einen, der einfach so auf so einem Steinding sitzt und sich denkt so, fuck life.
Sag gleich. Hui, hui, hui. Ich gehe da jetzt einfach mal runter, weil ich glaube, wenn ich jetzt da lang gehe, dann müsste ich die kleinen Killer da gleich sehen. Oh, eine Minute noch. Scheiße. Ja, ja. Also, wir haben ja dann nachher nochmal 15 Minuten. Aber jetzt müssen wir erstmal Gobedi. Gobedi. Okay, das ist jetzt die richtige Richtung. Da buddel ich mich jetzt einfach durch. Irgendwann komme ich da schon irgendwann raus. Okay, so. Eine Minute grabe ich mich da jetzt noch vorwärts. Ich kann mir so sau schlecht vorstellen, wo du bist irgendwie. Ich dachte, ich wüsste ungefähr, wo du bist, aber irgendwie ja nicht, ne? Ja, okay, 30 Sekunden. Aber du wurdest jetzt nicht vor mir gekickt, ne? Also nee, nee. Also der Timer resettet sich, wenn man reloggt jetzt quasi. Ja. Diese Schätze, ne. Ja. 15 so. Sekunden. 15 Sekunden, ich hoffe, ich komme noch irgendwie ein Ende oder so. Und wenn nicht, dann Pech gehabt, so. Gut. So ist dann... Ja, ne? Dann werden wir jetzt erstmal gekickt. Gut. So, zack. Ach, Mann, mich ärgert das jetzt so, dass ich jetzt wieder irgendwo im Nirgendwo bin, weil ich einfach zu untalentiert bin, dich zu finden. So, Leute. Boah. Ja, gut, auf jeden Fall würden wir dann in dem Fall sagen, wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge wieder. Das wird bei euch morgen sein. Wird das heißt, Let's Play Minecraft Titan of Doom. Und dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss.